Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ad Infinitum. Es geht hier weiter. Und da vorne warten die Feinde auf uns. Das heißt, wir sollten hier vielleicht nicht unbedingt länger stehen bleiben, denn das Licht ist das Einzige, das die abhält, uns zu töten. Und da sind noch ein paar von denen. Wir sind hier definitiv nicht alleine und haben noch einige Drähte, die wir durchschneiden müssen. Scheiße, da sind wir ja wieder bei denen. Fuck. Oh, der kommt da von hier rüber. Ach du meine Güte. Okay, ich muss da mal vorbei. Nein! Ich will doch hier vorbei, du blöder Wichser. Scheiße. Es sind eben leider Gottes diese zwei hier, die uns da das Leben schwer machen. Okay, schnell. Oh! Schnell weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Eieieiei, wir bluten hier gerade. Gibt's keinen Stacheldraht mehr? Müssen wir einfach nur hier rüber? War es das tatsächlich schon? Ich dachte, wir müssen noch ein paar Drähte durchschneiden, aber ich glaube, wir sind tatsächlich hier. Die Frage ist nur, sind wir hier wirklich sicherer als da draußen? Wenn ich mich da hinten so umschaue, denke ich eher nicht. Und in der letzten Runde, als wir hier reingeschaut haben, war hier noch ein Ei. Wir haben sogar ein Dokument gelesen da draußen. Was ist wohl in diesem Ei drin? Das Ei ist mittlerweile nicht mehr da. Das Küken ist geschlüpft und sitzt, glaube ich, gerade da hinten. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Oh. Ach, guck mal einer an. Eine Erkennungsmarke von Johannes von Schmidt. Vom 3.10.93. Das ist unsere Erkennungsmarke, liebe Freunde. Etwas ist geschlüpft. Die Schale stinkt nach Blut und Exkrementen. Und hier ist ein Brief. Wiedergeburt. Angesichts der Blutlinie des Patienten 26 habe ich ihn für eine gänzlich neue Behandlungsweise auserkoren. Das Ovum Victoris. Ein Gips aus Knochenmehl, Haaren und Fingernägeln ausgebildeter Kameraden werden die Hülle bilden. Der Reifesaft im Inneren ist eine Mischlösung aus Mark- und Körpersäften. Wundflüssigkeit ist hier von besonderer Wichtigkeit. Das wird dann wahrscheinlich die orangene Flüssigkeit sein, die wir hier überall rumstehen sehen. Der Gefangene wird über den Verlauf mehrerer Wochen mittels elektrischer Stimulation im Ovum reifen. Ich erwarte Großes von Dr. Eisenbart. Ach du Scheiße. Heißt das, wir wurden hier wiedergeboren? Sind wir möglicherweise der Wiedergeborene? Denn, wenn wir uns zurückerinnern, wir haben damals zu Hause einen Brief gefunden von der Heeresleitung, die gesagt hat, beide Söhne sind gestorben, an die Eltern adressiert, also Paul und wir, der Johannes. Dann hieß es plötzlich, oh nein, nein, Johannes lebt und kommt nach Hause. Er ist zwar verwundet, aber er kommt nach Hause. Möglicherweise waren wir genau der, der nach Hause gekommen ist, der Wiedergeborene. Denn unsere Erkennungsmarke liegt hier und der ursprüngliche Johannes ist wohl gar nicht mehr hier. Ich habe gedacht, natürlich, 4 Jahre oder 3 Jahre an der Front verändert einen, ganz klar. Aber dass wir wiedergeboren wurden, das wussten wir damals ja noch gar nicht. Ach du Scheiße. Ich will heim, steht da hinten an der Wand. Ach du Scheiße, die Körpersäfte. Das ist nämlich das, was wir hier überall rumstehen sehen. Eieieiei. Na gut, wir gucken mal. Gibt's hier noch was? Da ist die Tür zu. Freunde, 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 Freunde. Mir fehlen schon langsam die Worte.
Auch hier ist die Tür zu. Und ich glaube, genau dort vorne sollen wir hin. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Eieieiei. Ach du Scheiße. Ohne Füße, ohne Arme. Und ohne Gesicht. Sind das vielleicht wir? Ist das unser ursprüngliches Ich? Meine, hier kann ja nicht viel passieren, wenn wir ehrlich sind. Der ist ja hier angekettet. Eieieiei. Da ist übrigens der Strom, den wir aktivieren können. Machen wir gleich, keine Sorge. Ich gucke mich aber natürlich erstmal wieder ein bisschen um hier. Also, dass wir hier sowas in diesem Lazarett finden, das hätte ich mir ganz ehrlich nicht erwartet. Ich habe mir viel erwartet, aber nicht sowas. Gut, da liegt nur ein Lineal und ein paar Stifte und Dokumente, mit denen wir nichts anfangen können. Durch Arbeit zum Sieg, durch Sieg zum Frieden. Naja, mit den Methoden hier, wie kann es da Frieden geben? Wenn solche Soldaten den Krieg für sich entscheiden. Ach du Scheiße, dann ist das erst der Anfang. Na gut. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht die Fesseln von dem gelöst. Natürlich haben wir das. Au. Das war gut. Oh. Da sollten wir mal schauen, dass wir schnell hier rauskommen. Scheiße, die Hütte brennt. Wobei eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank brennt das hier alles nieder, denn das hier gehört auf jeden Fall vom Angesicht dieser Erde gelöscht. Wo müssen wir denn hin? Au. Ach du Scheiße, na hier geht's definitiv nicht weiter. Gut, da brauchen wir kein Licht mehr. Jetzt ist ja endlich mal wieder alles hell erleuchtet. Das heißt, die Mayhem-Kreatur. Oh, die leben ja noch. Aber bewegen können sie sich nicht mehr. Die fackeln jetzt nämlich auch gleich ab. Hahaha, weil hier überall Licht leuchtet. Jetzt stirbst du. Jetzt geht hier alles unter. Gott sei Dank. Niederbrennen soll das alles hier, hoffentlich. Und sie stehen überall. Guck mal. Gerade eben habe ich noch gesagt, theoretisch könnte sich hinter jedem dieser Laken, die hier drüber gedeckt worden sind, diese Kreatur befinden. Und tatsächlich befindet sich unter jedem dieser Laken eine Kreatur. Nur können sie uns jetzt nichts mehr anhaben. Weil hier überall... Nanü? Werde von einer Kreatur getötet? Wie? Ich glaube, wir haben ein bisschen zu lange gebraucht. Kann das sein? Das ist uns ja noch nie passiert. Das ist uns ja noch nie passiert. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen... zu lange umgesehen hier gerade. Upsi. Na gut, dass wir unser Respawn-Bettchen da haben. Alles klar. Ich glaube, wir sollten einen Zahn zulegen. Und das machen wir. Was ist denn unsere Mission eigentlich gerade? Flieh. Na gut, das ist ein Wort, das erklärt einiges. Na gut. Wir fliehen aus dieser Hölle... Und die große Frage ist, kommen wir raus aus dieser Hölle? Scheiße. W-
Weg, 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 weg. Und wir sind zurück im Schützengraben. Ach du Scheiße. Wir sind zurück im Schützengraben. Na super toll. Finde den Weg zurück in den Kommandobunker. Eieieiei, Freunde, 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 ich sag's euch. Oh, ist ein bisschen Nebel heute. Und natürlich läutet mal wieder das nächste Feldtelefon. Es geht hier ins Lazarett. Findest du mich, Soldat? Natürlich. Ein Glück. Bist zurück. Wo bist du gewesen? Hast du diese Schreie gehört? Der Feind ist erneut in unsere Gräben eingebrochen. Triff mich im Stabsbunker. Es liegt an uns. Allein an uns. Na, wenn ich wüsste, wie ich dorthin komme. Das ist ja unser Ziel. Genau dort wollen wir ja hin. Zum Kommandobunker, zum Stabsbunker. Hier ist zu. Ach du Scheiße. Und wir sind wieder an der Front. Wir sind wieder im Schützengraben. Und hier geht's zum Lazarett. Hast du diese Schreier gehört? Er sagt, der Feind bricht durch, aber möglicherweise sind die Welten doch schon ein bisschen miteinander verschmolzen und die Schreier, die er gehört hat, waren doch von den Kreaturen, die uns gerade verfolgt haben. Wo sind wir denn hier jetzt auf einmal? Ist das das Lazarett? Sanitäranlagen? Dr. Eisenbart? Aha. Hat sich das gerade alles nur in unserem Kopf abgespielt, das Lazarett, das wir hier gesehen haben? Denn die Schilder, die haben wir auch gesehen an den Türen. Vielleicht hat sich das alles nur in unserem Kopf abgespielt mit den Prothesen, mit der Wiedergeburt und so weiter und so fort. Aber wir haben den Bolzenschneider mit dabei. Interessant. Vielleicht war der Doktor doch nicht so ein Verrückter. Ich vermute mal, das werden wir jetzt rausfinden, wenn wir hier noch ein paar Dokumente lesen. Das erste liegt schon mal direkt hier. Weidenbachs Meldung an den Stabsarzt. Hiermit möchte ich offiziell Beschwerde über den neuen Kompanieführer Leutnant von Schmidt einreichen. Er hat den Unteroffizieren Eigert und Fromm aufgetragen, ein Schild zu bemalen, um mich als Dr. Eisenbart zu verspotten. Unsere Männer sterben mir mit Verätzungen durch Giftgas unter den Händen weg. Dazu Fälle von Typhus. Obendrein nun der Spott des Leutnants und der Soldaten, die glauben, ich könnte mit Wundermitteln die Toten wieder zum Leben erwecken. Angesichts der fehlenden Erfahrung des Leutnants habe ich versucht, Verständnis walten zu lassen. Doch auch ich habe meine Grenzen. Hochachtungsvoll, Dr. Weidenbach, am 8. September 1917. Aus Dr. Eisenbart wird Dr. Weidenbach. Und wir haben irgendwann vor langer Zeit schon mal ein Dokument gefunden, wo es genau ums selbe ging. Nämlich, dass der Herr Dr. Weidenbach nicht Dr. Eisenbart genannt werden möchte. Möglicherweise hat sich das gerade eben doch nur alles in unserem Kopf abgespielt. Die Flüssigkeit gibt's dennoch. So, und wir gucken uns natürlich ein bisschen um. Hier sind die Wannen. Hier ist das Klo. Sieht zumindest so aus. Neumanns Tod. Vertraulich. Betrifft Tod des Gefreiten Neumann. Dr. Weidenbach. Ich habe beobachten müssen, wie die Unteroffiziere Eigert und Fromm den Gefreiten Neumann nackt und in Stiefeln aus dem Graben auf das Niemandsland gestoßen haben. Er wurde erschossen. Nachdem ich seinen Körper bergen konnte, haben die beiden Unteroffiziere um seine Stiefel und Habseligkeiten gefeilscht.
Ist es ratsam, dies dem Leutnant zu melden? Hochachtungsvoll, Hülker, Feldwebel. Aha. Und eine weitere Erkennungsmarke, und zwar von Klaus Iberg, geboren oder gelebt in Hauen bei Emden am 7.7.1901. Blutjung und schon gestorben. Unser alter Freund ist hier. Die Puppe hat nichts als Verachtung für dich übrig. Nur das beruht auf Gegenseitigkeit. So, was gibt's hier? Eine weitere Spritze? Noch eine Erkennungsmarke von Fritz Henning, geboren oder gelebt in Neuwied am 29. März 1893. Und es geht weiter mit der nächsten Erkennungsmarke. Und zwar von Josef Katzig, geboren oder gelebt in Posen am 24.07.1895. Komplett blutverschmiert das Bett hier. Die anderen nicht. Und die nächste Erkennungsmarke. Und zwar von Emil Anou, geboren oder gelebt in Lebach, Saarlouis am 5. Februar 1897. Und ein Dokument? Wir haben kaum noch Kraft, uns aufrecht zu halten. Wenn uns Deutschen das Aufgeben nicht erlaubt ist, dann werden wir eben sterben. Sollen wir eben zur Hölle fahren? Wenigstens reißen wir die Welt nicht mit uns. Ein Brief von uns. Und die nächste Erkennungsmarke von Albert Eck, geboren oder gelebt in Sinsbach-Waldkirch am 2. Januar 1898. Ein weiterer Brief, der erste Teil eines Gedichts. Einsam im Walde blüht wohl ein Blümelein rot. Bald, allzu bald bin ich tot. Bald, allzu balde. Fleugt wo ein Stückchen Blei, nimmt mir mein Sorgen. Mir ist halt einerlei, heut oder morgen. Der Rest, der fehlt. Und die nächste Erkennungsmarke, jetzt geht's aber rund hier, von Kaspar Hafner, geboren oder gelebt in Elkirchen, Erstein, am 14. Oktober 1900. Und hier ein schöner Altar aufgebaut, um denen nochmal die letzte Ehre zu erweisen, um hier zu trauern. Direkt im Schützengraben. Die Front hat sich ja hier monatelang nicht bewegt und der Teil zwischen der Front war eben das Niemandsland. Krass, 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 krass. Immerhin unsere Erkennungsmarken haben wir ein bisschen aufgefrischt. Da haben wir eh schon seit längerem nichts mehr gefunden. Na, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Das Dokument hier haben wir gelesen. Dann glaube ich... Okay, da geht's nicht weiter. Da sind auch noch ein paar Schlafbetten. Da hinten auch wieder ein komplett blutverschmiertes. Hier ist ja unser Kollege, aber ist das nicht hier der richtige Weg? Na nü? Ach so, vielleicht geht's da drüben weiter. Stimmt ja. Da haben wir ja den Stacheldraht, den wir erst auseinanderschneiden müssen. Und das ist noch ein bisschen komisch, denn wenn wir tatsächlich jetzt gerade nur in unseren Gedanken dort waren, woher haben wir denn dann den Bolzenschneider? Dann sollten wir den ja eigentlich gar nicht bei uns haben. Irgendetwas stimmt hier nicht, denn das hier ist ja auch nicht real. Dass wir der Einzige sind mit dem Piloten, der hier überlebt hat. Das ist ja auch alles andere als normal. Aber ich vermute mal, ob wir uns tatsächlich das alles nur einbilden oder ob wir vielleicht doch noch ein Fünkchen nicht so stimmt. Das werden wir dann erst herausfinden im weiteren Spielverlauf. Hier geht's zum Scheißhaus. Das gucke ich mir aber direkt mal an und hier sind wir auch schon am Ende. Da muss man wohl auf dem Weg scheißen. Coole Markierung. Scheißhaus. Latrine. Freundlich übersetzt. So, hier geht's ins Lazarett. Da geht's zum Löwenpfad. Hier geht's irgendwo anders hin. Wir gucken erstmal hier drüben natürlich. Was müssen wir denn hier wieder machen? Es gibt auf jeden Fall mal ein Bettchen. Oje. Mit Treibstoff lässt sich die Maschine sicher zum Laufen bringen. Oje. Es gibt hier irgendwas zu tun.
An das stehende Ungetüm ist ein Schlauch angeschlossen. Wir müssen hier wieder irgendeinen Motor zum Laufen bringen, irgendeinen Generator. Der Schlauch führt da nach hinten, dann würde ich trotzdem ganz gerne mal hier durch. Aber was gibt's dort hinten? Ich gucke erstmal hier lang und dann schauen wir mal auf die andere Seite. Vielleicht finden wir dort ja das Benzin. Oder den Treibstoff, den wir brauchen. Bei meiner Wachrunde im Morgengrauen habe ich jemanden gesehen, der sich durch die Gräben gestohlen hat. Es war Dr. Weidenbach. Er sah fahl aus wie ein Toter und hatte einen Rucksack dabei. Er sagte, ich solle mit meinem Bruder reden. Noch heute. Ich weiß nicht, wer es dem Doktor verraten hat, aber die Heeresleitung wird den Sturm auf den französischen Graben befehlen. Order Morgengrauen. Sie wissen, dass es aussichtslos ist. Wir werden nur ein paar weitere Zeilen in den Verlustlisten sein. Ich habe den Doktor nicht wiedergesehen. Vielleicht ist es das Beste, davonzulaufen. Aber ich kann nicht ohne meinen Bruder gehen. Und noch da ist ein Brief von uns. 12. September 1917. Am 12. September 1917. Der Doktor hat die Flucht ergriffen, denn die Order Morgengrauen, die kennen wir ja schon von der ersten Folge. Das war ja am Anfang des Spiels das, was wir gehört haben durch den Morse-Generator, Morse-Gerät. Ihr wisst schon, wir haben entziffern müssen, was wird hier gesagt und haben herausgefunden, Order Morgengrauen steht an. Der Sturm auf den französischen Graben, der aussichtslos ist und nur Verluste bedeutet. Der Doktor hat sich davon gestohlen, der Doktor wollte mit dem nichts zu tun haben und wir sehen hier, ach du Scheiße, einen ganz anderen Doktor als den Doktor, den wir gerade eben noch gesehen haben. Und auch das hier kommt mir sehr, sehr bekannt vor, nämlich die Taube im Stacheldraht, die uns auch im Lazarett gerade eben begegnet ist. Irgendetwas passt hier nicht. Oh, 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 oh. Irgendetwas passt hier nicht, liebe Freunde. Oh, 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 oh. Ich glaube, da haben wir den nächsten Feind, der auf uns wartet. Also, das da hinten ist der nächste, den wir durchschneiden sollen. Aber den erreiche ich ja gar nicht. Ah, hier. Ich würde aber trotzdem gern wissen, was auf der anderen Seite gewesen wäre. Vielleicht sollten wir doch nochmal zurückkehren und gucken, was wir auf der anderen Seite so finden. Auch wenn wir später vielleicht nochmal hierher kommen. Der Stacheldraht wäre abgeschnitten, also durchgeschnitten. Das heißt, wir können uns jetzt theoretisch hier frei herumbewegen. Aber so wirklich frei sind wir gar nicht, denn der nächste Feind wartet auf uns. Wir werden wohl nie wirklich in Frieden hier durch die Schützengräben spazieren können. Mal gucken, was in der nächsten Folge auf uns zukommt. Ich sag schon mal Dankeschön fürs Zusehen von dieser Runde hier von Ad Infinitum. Und wir sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge. Und da drehen wir vielleicht nochmal ganz kurz um und gucken uns um, was wir auf der anderen Seite finden. Bevor wir hier weitermachen, denn verpassen möchte ich ganz bestimmt nichts. Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.